Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Videoblog-Eintrag auf dynamicsblog.at. Wir haben die letzten Wochen genutzt, um unseren Blog auf optisch neue Beine zu stellen. Hat ein bisschen gedauert, muss ich gestehen, aber jetzt ist es soweit. Und in diesem Zusammenhang wollen wir auch das Medium Video in Zukunft noch mehr am Blog nutzen. Nicht nur abseits von den Trainings, sondern auch wirklich zur Informationsübermittlung auf unserem entsprechenden Blog. Und dieses Video wird unser erster Schritt in diese Richtung sein und ich hoffe, es gefällt euch. Wir haben für heute das Thema Managementportal vorbereitet, das heißt Dynamics NRV Services for Partners. Dazu gibt es ja nicht allzu viele Informationen, aber wir haben jetzt einige hier herausfinden können, beziehungsweise uns ein wenig damit beschäftigen können, weil Microsoft uns hier eine Demo-Version zur Verfügung gestellt hat. Ja, und genau das wird heute der Inhalt von diesem Film, von diesem Video eben sein. Bevor wir loslegen, ein kurzer Einblick zu unserem neuen optischen Look and Feel. Ja, wir sehen hier bereits den Dynamics-Block im neuen Layout. Dort werden wir auch dieses Video dann bereitstellen. Unser Thema heute soll an dieser Stelle hier das Microsoft Management-Portal sein oder die Microsoft Dynamics NRV Services für Partner, also die Möglichkeit hier Cloud-Kunden, Dynamics NRV Cloud-Kunden direkt auf Windows Azure mit dem Service von der Firma Microsoft zu betreiben. Ich danke an dieser Stelle, dass wir eine Demo-Version zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und da das Ganze natürlich auch ein bisschen Zeit benötigt, habe ich schon etwas vorbereitet, denn wenn wir hier zu lange zusehen würden, dann ist das ganze Thema Provisioning, Deployment und so weiter, das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber eine kurze Einleitung geht sich aus in diesem Video und genau dafür soll in Zukunft der Blog auch gedacht sein. Im Wesentlichen haben wir hier zwei Plattformen zur Verfügung gestellt bekommen, beziehungsweise haben wir zwei erstellt, eine Echt- und eine Testumgebung. Und was ich bereits gemacht habe, ich habe hier eine Applikation erstellt. Werfen wir da einen kurzen Blick hinein. Ich habe das Ganze Testapplikation genannt, kann eine Beschreibung hinterlegen. Also die Zielsetzung wäre jetzt, eine Art Branchenlösung hier bereitzustellen. Das Ganze wird dann mit entsprechenden Namen und Struktur von der Anwendung versehen. Wir befinden uns ja letztendlich hier in der Oberfläche von Dynamics NRV, die adaptiert wurde. Ich kann und darf dann hier verschiedene Screens hochladen, zum Beispiel eben den Login-Screen, da habe ich jetzt unser Logo eingefügt, kann mich dann entsprechend austoben bei der Konfiguration. Gibt es hier einen gesetzlichen Link, gibt es einen Feedback-Link und so weiter. Auch ein Lizenzfile habe ich hochgeladen, in diesem Fall war das eine Kronos FLF. Ja, und dann habe ich zunächst mal so die groben entsprechenden Informationen festgelegt, noch keine Applikation in irgendeiner Form. Dann benötigt es sogenannte Versionen. Die Versionen, wie der Name schon sagt, das können eben jetzt verschiedene Zustände dieser Browserlösung sein. Version 1.0 zum Beispiel oder vielleicht Version 2.0, je nachdem. Ja, wie lade ich so eine Version hoch? Das Ganze soll und wird ja eine Multitenant-Umgebung sein. Daher wird hier getrennt zwischen Business-Logik und Tenant-Data. Es benötigt an dieser Stelle ein sogenanntes Bug-Bug-File. Ich werde das zwar hier jetzt nicht hochladen, aber ich kann das kurz mal zeigen in der Auswahl. Wenn man hier auf Browse klickt, dann wird hier nach einer Bug-Bug- oder Backpack-Datei, je nachdem, wie man es entsprechend sehen möchte oder formulieren möchte, gefragt. Wie kann man diese Datei erzeugen? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe einen ganz einfachen Trick angewandt. Ich habe das Windows Azure Image von Microsoft verwendet. Dort gibt es ein fertiges Skript, um die Sicherung, eine SQL-Sicherung auf Azure SQL zu bringen. Und dieses Skript habe ich ein wenig modifiziert und dann abgebrochen, sodass das Ergebnis nur dieses Backpack- oder Bug-Bug-File war. Und das habe ich dann genommen. Also in diesem Fall habe ich eine Kronos AG hochgeladen. Das war eine Single-Tenant, daher ist die Business-Logik und die Tenant-Data in diesem Fall identisch. Aber das wäre natürlich in einer Multitenant-Umgebung dann nicht der Fall, sondern wir hätten dann zwei unterschiedliche Dateien. Ja, jetzt habe ich also hier meine Version angelegt. Man sieht auch, der Status ist bereits uploaded und damit entsprechend verfügbar. Könnte hier jetzt noch den Link zu einem Hilfeserver angeben, aber das erspare ich mir an dieser Stelle. Das heißt, wir haben zwei Schritte. Wir haben die Beschreibung und wir haben das Hochladen der Datenbank bzw. eben der Business-Logik. Dann fehlt uns hier für den entsprechenden Überblick sozusagen nur noch
das Service und die einzelnen Tenants. Das Service ist natürlich vergleichbar mit einem Dynamics NRV Service, wenn wir das auf einem Windows Server durchführen. Ich habe hier so ein Service zunächst mal angelegt. Wir sehen, dass entsprechende Details mal festgelegt werden müssen. Das heißt, an dieser Stelle, welches Rechenzentrum soll verwendet werden? Ist es eine Echtumgebung oder ist es eine Sandbox? Wie soll der Authentifizierungstyp sein? Wie ist die Skalierung der Hardware? Soll eine entsprechend eigene Domain zum Einsatz kommen oder kommt hier diese Demo-Domain NAV Cloud App Test zum Einsatz? Ja, etc. etc. Im Grunde geht das auch mit einigen wenigen Mausklicks. Was dann ein bisschen Zeit benötigt, und das ist der Grund, warum ich es schon getan habe, ist eben das Provisioning. Ich kann euch leider hier keine Auskunft jetzt heute darüber geben, wie schnell das normalerweise geht. Hier in dieser Umgebung ist es jetzt nicht unbedingt sehr schnell, aber ich vermute auch mal, dass diese Demo-Umgebung jetzt nicht zwingend die performanteste ist, die uns an dieser Stelle zur Verfügung gestellt worden ist. Ja, es gibt dann verschiedene Einrichtungen, die man festlegen kann, zum Beispiel wie schauen oder wie sollen diese Willkommens-E-Mails ausschauen und werden konfiguriert. Gibt es Extensions, also diese neue Möglichkeit hier Erweiterungen in der Datenbank hochzuladen. Ja, und gibt es natürlich, das ist eines der wichtigsten Punkte, Tenants und wenn ja, welche Tenants gibt es? Und da habe ich bereits ein Tenant angelegt. Wir sehen auch schon hier die Zugriffs-URL, mal kurz mal hineinschauen werden, dann können wir jetzt erkennen, hier habe ich also jetzt die eindeutigen Informationen, wie kann ich darauf zugreifen, welche Benutzer sind hier angelegt, was haben die für einen Lizenztyp, welchen Mandanten gibt es, kann von dieser Stelle auch nochmals administrieren, was bedeutet das, ich kann bestimmte Diagnostik-Tools ausführen, ich kann die debuggen, ich kann mir die Session-Events anschauen, ich kann nochmals hier auf Tenant-Ebene natürlich die Extensions managen, ja, kann hier verschiedene Sicherungen erstellen, also man hat sich da schon einiges an Verwaltungsmöglichkeiten einfallen lassen und natürlich kann ich auch einzelne Tenants stoppen oder starten, so wie das in einer Multi-Tenant-Umgebung letztendlich Sinn macht. Ja, und wie greife ich jetzt darauf zu? Zunächst ist es so, sobald ich hier die User anlege und dann aktiviere, bekommen die eine Art Willkommens-E-Mail. Ich habe so ein E-Mail hier kurz mal von meiner Inbox herausgeholt. Das wären also jetzt so die sehr einfach konfigurierte Willkommens-E-Mail, entweder mit einem Passwort oder mit der Office 365 Authentifizierung. Das Passwort habe ich hier jetzt an dieser Stelle für die Demo entfernt. Ja, und dann klicke ich letztendlich auf den entsprechenden Link, entweder aus der Mail oder eben direkt hier aus der Verwaltungskonsole. Hol mir jetzt das Passwort und dann kann ich eigentlich auch schon loslegen. Ja, das dauert jetzt kurz, so wie wir es gewohnt sind, auch grundsätzlich beim Webclient beim ersten Mal. Einen Splash-Screen kann man hochladen, den habe ich jetzt nur mit einer sehr einfachen Datei versehen. Hier könnte dann das Bild der Partnerlösung sein oder des Partners. An dieser Stelle wäre ich jetzt aufgefordert, das Kennwort zu ändern. Also man sieht, es hat oder es wird hier im Grunde Standard Dynamics NRV Business Logic verwendet und man sieht auch, die Prüfungen sind dieselben. So, und jetzt sollte ich mich hoffentlich nicht mehr vertippt haben. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt wird eben mein Rollcenter geladen. Hier oben in der Office-Leiste bekommen wir den Hinweis, dass das eine Applikation ist, die von Microsoft sozusagen hier entsprechend geführt wird bzw. zur Verfügung gestellt wird. Und ab sofort befinde ich mich jetzt letztendlich in Dynamics NRV auf Windows Azure von Microsoft für Partner und das bereitgestellt für eure Kunden. Also ihr könnt jetzt an dieser Stelle die Profile verändern. Ihr könnt ein spezielles Profil zuordnen, so wie es jetzt hier in meiner Demo-Datenbank der Fall ist und dann die Standardfunktionalitäten entsprechend verwenden. Wenn ich jetzt einen zweiten Kunden habe, wie gehe ich dann vor? Ja, ich lege eine neue Tenant an, gebe dort auch wieder den Namen ein. Das heißt, in diesem Fall könnten wir beispielhaft jetzt verwenden Learn for NRV Customer 1 oder Max Müller oder Susi Meier oder wie auch immer. Wähle mein Land aus.
muss jetzt natürlich angeben, dann in weiterer Folge, welche Daten zur Verfügung gestellt werden sollen. Ich habe jetzt nur eine Datenbank hochgeladen, das ist dieses Template, daher habe ich nicht mehr zur Verfügung, aber hier könnten X, Y, Z verschiedene Datenbanken und Lösungen eben zur Verfügung stehen. Kann auch hier wieder meine Benutzer aktivieren und mich, wenn man das so sagen darf, eigentlich im Grunde dadurch entsprechend konfigurieren, indem ich einfach durch eine Vormasken surfe und meine Tendenz an dieser Stelle aufsetze. Natürlich gibt es hier auch dann entsprechende Billing-Setup-Möglichkeiten, das heißt, ich kann in weiterer Folge auch meine Verrechnung darüber lösen. Und das ist sozusagen der erste Schritt oder die Antwort von der Firma Microsoft auf diese Aussagen wie Azure ist in Ordnung, ist gut, aber wer soll das administrieren? Ich muss viel Know-how hier vielleicht aufbauen etc. Ja, und hier kann man in Kooperation mit Microsoft dann seine Lösungen zur Verfügung stellen. Dazu benötigt es einen Partner-Source-Zugang und ein paar entsprechende Dokumente, die unterzeichnet werden müssen, ein Businessplan, der auch zeigt, dass ich wirklich eine cloudfähige Lösung habe und dann kann ich eigentlich mit diesem Thema hier ja schon wieder loslegen. Ja, das war mein erster Dynamics-Blog-Videoblog-Eintrag zum Thema Management Services for Partners. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht. Wir werden versuchen, in den nächsten Wochen ein bisschen mehr in diese Richtung zu unternehmen und ich freue mich natürlich über entsprechende Kommentare und Feedback auf unserem neuen Blog. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.